Na, einen wunderschönen guten Tag. Guck mal, ich habe schon wieder Mist gebaut. Ich habe nämlich vergessen, das Trainingsmenü aufzuzeichnen. Und ich habe richtig Mist gebaut. Wie man sehen kann, habe ich eine Fitness von 70%, weil ich eine Vorab-Pressearbeit geleistet habe. Also bin ich kurzfristig angereist an den Veranstaltungsort und ja, habe vergessen zu trainieren. Schauen wir mal. Ob wir da irgendwas schaffen können. Oh, ich muss auch weiter drücken. Ich dussel. Jetzt steht in der UFC ein Schwergewichtskampf auf dem Programm. Kampf Nummer 1 also auf der Main Card. Das ist für jeden Kämpfer ein wichtiger, ein großer Karriereschritt. Dann geht es eigentlich erst so richtig los. Dann spürst du erst so richtig den Druck. Du spürst das Licht der Scheinwerfer. Du spürst, jetzt schauen dir Millionen in aller Welt zu. Mann, was du alles spürst. Kann nicht jeder damit umgehen, aber ihm traue ich das definitiv zu. Kickboxen, das ist das Metier dieses Kämpfers. Seine Kicks sind wirklich beeindruckend. Und wenn man dann noch seine tollen Schläge dazu nimmt, dann ist das für jeden Gegner eine ganz schwierige Aufgabe. Wie man sehen kann, habe ich einen neuen Einmarsch gewählt. Ist zwar auch Minotauro geblieben, oder wie der Typ heißt, aber es sieht ein bisschen Abdul entsprechender aus. Und da ist er auf dem Weg ins Oktagon. Das ist ein wahres Stehaufmännchen. Ich habe selten so einen zähen Kämpfer erlebt, der sich von so gut wie allem erholen kann. Wirklich sensationell, wie zäh der ist. Einigen liegt das heute im Blut und das hilft ihnen im Mixed Martial Arts natürlich enorm. Ja, alles klar. Komm. Cthulhu Relier, wirklich. Du wirst verschlungen! Lassen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Schwergewichtsfight. Wir haben einen deutlichen Altersunterschied zwischen beiden Kämpfern. Und kurz noch der Blick auf die Größe. Da gibt es leichte Unterschiede. Bei der Reichweite aber alles ausgeglichen. Jetzt kommt die offizielle Vorstellung. Hier ist Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 12 wins, no losses. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 239 pounds. Fighting out of Mecca, Saudi Arabia, the Chosen One. Yeah. Fighting out of the red corner. This man is a boxer, holding a professional record of 24 harte Punches soll er haben. And one no contest. He stands 6'3" inches tall, weighing in at 260 pounds. 24-10 hat er. Gleich hast du 24-11, wenn ich mit dir fertig bin. And with the attributes, our referee in charge, Herb Dean. Herb Dean, unser Referee. Ready to fight. Ready. Wir gehen rein in den Kampf hier im Prudential Center in Newark, New Jersey. Das ist sein erster starker oh Angriff und Kopf, er ist benannt. Oh, unsauberer Punch und daneben.
Das war ein richtig guter Einstand von ihm. Tja, er muss hier heute gar oh Gott. Was ist denn das für ein Boxer? Oh, der Schlag geht daneben. Was für ein Kniestoß. Ja, ja, sehr schöner Kickdown. Starke Befreiung aus der Fulmer. Huh. Ja, man sieht, er hat Schmerzen, aber er kämpft sich auch diesmal wieder hoch. Sauberer Kniestoß zum Körper. Voller Kopftreffer jetzt mit diesem Kick. Schöne Aktionen auf beiden Seiten. Er variiert hier schön seine Angriffe. Oh, jedes Mal, wenn ich treten will, tritt er auch. Das ist unfassbar. Was ist denn das für ein Boxer? Guter Kick, voll auf den Körper. Oh ja, satter Kick zum Bein. Oh, er ist schon wieder benommen. Brutales Ground and Pound. Oh ja, er hat ihn in der Submission. Oh, ich mach das zu selten. Er schafft es wieder nee. Auf die Beine zu kommen. Starker Leckig. Ja, starke Rechte, aber nicht genau genug. Treffer mit diesem Kick zum Kopf. Den Kick fängt er ab. Oh, oh, er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar. Oh, fuck. Starker Tritt zum Körper. Ja, ja, schöner Leckig. Was für ein Headkick. Oh, was für ein Uppercut. Oh, jetzt ist er wieder angeschlagen. Oh, wow. Was für ein Niederschlag. Noch 30 Sekunden, dann ist die Runde vorbei. Nur noch 20 Sekunden in dieser Runde. Ja, gute Linke von The Chosen One. Komm, hau ihn platt! Die erste Runde ist zu Ende. Stop. Also, über zu wenig Action können wir uns in dieser Runde nicht beklagen. Definitiv nicht. Sie haben sich hier nichts geschenkt und sich gegenseitig auf die Bretter geschickt. Da ist der Kick. Wunderbar gemacht. Holt sich den Niederschlag. Bringt den Kick, toller Niederschlag. Oh ja, schauen Sie sich diesen heftigen Strike an. Wie er ihm da zwischen die Beine fährt, Abdul. Ah, Brittany Palmer ist auch hier. Und das ist doch ein Grund zur Freude. Es geht weiter. Runde 2. Ah, oh, der Treffer zeigt Konto. Was für ein Kopftreffer. Er steckt in Schwierigkeiten. Der Feind ist zu Ende. Ha! Wahnsinn, wie er seinen Gegner hier mit dieser Linken auf die Bretter geschickt hat. Bei dem K.O. hat wirklich alles gepasst. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Mit diesem Treffer kommt es da zu diesem Niederschlag. Und dieser Niederschlag aus einem anderen Winkel. Also er hat krass angefangen, auch wenn er wie ihn kein Boxer das angefangen hat. Das ist der Sieger hat. In diesem Fight. Und das war ein toller K.O., der ihm am Ende diesen Sieg eingebracht hat. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 12 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, The Chosen One. Und hier ist er, der Sieger durch K.O. Ja.
Mal gucken, wie lange ich das noch durchziehen kann mit den K.O.s. Und vor allen Dingen ungeschlagen. Ich glaube nicht mehr so lange. Glückwunsch, sehr gut, vom Geschäft mehr, gibt echt nichts Besseres, ich sehe schon die Hall of Fame. Was war das denn? Mega Kampfsport-Fan, freue mich schon auf den nächsten Fight. Ich will Champ werden. Dann ja, machen wir mal eine gute Tat. Es gibt, glaube ich, Fans. So, dann holen wir uns mal und dann bis zum nächsten Mal.